Hallo, in diesem Video testen wir den Trend Micro House Call Online Scanner. Gemäß den Vorgaben aus dem Intro-Video. Also dort am besten nachschauen, wenn Sie jetzt nicht genau wissen, wie, warum wir hier was scannen. Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Also, ich bin schon hier auf trendmicro.com/de, Subdomain House Call, und Scan starten für ein 32-Bit-System oder 64-Bit-System. Klicken wir da also einfach mal drauf. Jetzt können wir hier was runterladen, eine Exe, das müssen wir scheinbar installieren. Das entspricht nicht unbedingt meinen Vorstellungen von Online-Scan, wenn da etwas installiert werden muss. Aber es geht auf jeden Fall schnell und es besteht die Hoffnung, dass nun jetzt hier einige Fehler nicht gemacht werden, die zum Beispiel im Video von Kaspersky gemacht wurden. Ich kann jetzt hier direkt auf Durchsuchen klicken, dann wird wahrscheinlich das ganze System gescannt. Ich möchte ja allerdings nur die Datei auf dem G-Laufwerk scannen. Insoweit klicke ich mal auf Einstellungen, benutzerdefinierte Suche. Okay, ich kann nur das ganze Laufwerk G anwählen. Ist dabei egal, da liegt eh nur eine Datei. Also jetzt durchsuchen. Keine Bedrohung gefunden.